Nach dem Holocaust sollte es endlich einen sicheren Zufluchtsort für Juden aus aller Welt geben. Die Gründung des Staates Israels 1948 war Resultat der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Das ist Fakt für den israelischen Historiker Shlomo Sand. Falsch sind ihm nach aber ethnozentrische Gründungsmythen, die sich auf das sogenannte auserwählte Volk beziehen, das nach zwei Jahrtausenden Diaspora ins Land der Väter, das gelobte Land, zurückgekehrt sei. Vor zwei Jahren hat Shlomo Sand in einem viel diskutierten Buch dargelegt, warum das jüdische Volk seiner Meinung nach eine Erfindung ist. Jetzt legt er nach und schreibt über die Erfindung des Landes Israel in einem Moment, in dem sich dieser Staat so schwer bedroht fühlt vom Iran. Bevor ich gleich mit Shlomo Sand darüber spreche, erklärt Ihnen Catalina Lopez, wieso auch sein neues Buch so provoziert. Es findet zur Stunde statt. Das größte gemeinsame Luftabwehrmanöver von Israel und den USA. Israel, so scheint es, wappnet sich gegen den Feind. Das Manöver, vielleicht eine Drohgebärde gegenüber dem Iran. Aber was ist das für ein Land, in dem sich dieses Manöver abspielt? Israel. Definiert es sich letztlich nur noch über die Abwehr der bedrohenden Staaten, an erster Stelle Iran? Auf welchem Fundament wurde es erbaut? Und welche Handlungen rechtfertigt es dadurch? Diese provokanten Fragen stellt der israelische Historiker Shlomo Sand in seinem neuesten Buch »Die Erfindung des Landes Israel«. Die jüdische Gemeinschaft folgte über Jahrzehnte einem Mythos. Die Erfahrung des Holocaust als Legitimation des Staates Israel. Die Flüchtlinge aus den einstigen Lagern erschafften sich im Heiligen Land ihre Heimat. Am 14. Mai 1948 verkündet Ben-Gurion die Gründung des Staates Israel. Die Angst vor feindlichen Nachbarn begleitet den jungen Staat seitdem. Ihre Selbstverteidigungshaltung ist identitätsstiftend. Ebenso wie der Glaube, dass das vertriebene Volk in sein Land zurückkehrt. An diesem Gründungsmythos rüttelt Shlomo Sand radikal. Ein historisches Anrecht auf das Land gibt es für ihn nicht. Dieses vermeintliche Recht sei ein Erbe des Nationalismusgedanken. Es wurde von den Zionisten jener Zeit aufgegriffen und weitergeführt. Das basiert auf der territorialen Idee, dass das Judentum nicht nur eine Glaubensgemeinschaft ist, sondern auch eine Nation sein will. Und als solche braucht sie Boden. Aber das Land Israel sei als Vaterland erschaffen worden und somit auch erfunden. Nun ist er mir aus Berlin zugeschaltet. Der israelische Historiker Shlomo Sand ist gerade in Deutschland, um sein neues Buch vorzustellen. Herr Sand, Sie sagen, es gibt keinen jüdischen Staat, sondern nur einen israelischen. Was ist der Unterschied? Ich glaube nicht, dass die Menschen in Israel Juden sind wie die Menschen in Brooklyn. Und ich glaube nicht, dass der jüdische Staat wirklich existiert. Und ich möchte, dass der Staat Israel ein Staat all seiner Bürger wird, wie auch Deutschland das ist und eben kein rein jüdischer Staat ist. Israel ist der Staat und Deutschland ist ja hoffentlich auch der Staat all seiner Bürger, nicht der arischen Menschen. Und Israel muss eben auch der Staat der Israelis, der israelischen Bürger sein und nicht nur der Staat für alle Juden auf der Welt. Viele würden Ihnen da sicherlich widersprechen, das anders definieren. Stellen Sie damit nicht auch das Existenzrecht Israels in Frage, was Ihnen sicherlich manche vorwerfen? On the contrary. Nein, im Gegenteil. Wenn Sie Israel ansehen als Staat des jüdischen Volkes oder der Juden auf der Welt, dann gibt es ein Problem, denn dann ist der Staat nicht der Staat seiner Bürger. Ich denke, die Zukunft Israels, und ich hoffe, dass Israel eine Zukunft hat, dass Israel so wie andere liberalen Demokratien wird, nämlich ein Staat der eigenen Bürger. Ich habe natürlich Sympathien mit Woody Allen, aber ich glaube nicht, dass Israel sein Staat ist. Nicht? Die Menschen sehen ihn als Jude an, aber es ist trotzdem nicht der Staat von Woody Allen, genauso wie viele andere, die einfach nicht nach Israel gehen wollen, dort zu leben. Ich verstehe das. Wir als Staat, die anderen wollen eben nicht nach Israel kommen, dort zu leben. Also ist es eben nicht deren Staat.
Der Staat seiner Bürger, sagen Sie, wie sieht dieser Staat aus oder sollte er aussehen? Zwei Staaten oder ein Staat für Palästinenser und jüdische Bürger? Nein, ein Staat der israelischen Bürger, darauf bestehe ich. Bei den israelischen Bürgern gibt es eine Gruppe, eine Quote, die man nicht als Israelis oder nicht als Juden ansieht. Ich denke, dass es eine israelische Republik geben sollte und eine palästinensische Republik. Ich hoffe, dass es auch Juden gibt, die in der palästinensischen Republik leben werden. Und ich hoffe, dass diese beiden Staaten dann auch eine Konföderation machen werden im nächsten Schritt. Aber ich glaube nicht an einen Staat, denn ich glaube nicht, dass die Juden in Israel die Minderheit im eigenen Staat sein wollen. Das ist ein netter Traum. Vielleicht ein moralischer Traum, aber es kann kein politisches Projekt daraus entstehen. Auch in Deutschland wird natürlich diskutiert, inwieweit es eine Lösung in dieser Problematik geben könnte. Hier wird gleich, wenn man an der Politik Israels Kritik übt, wird einem gleich schnell der Vorwurf des Antisemitismus gemacht. Ist genau das schwierig für eine produktive Diskussion? Ja, ich denke, das ist schrecklich, dass man jemanden wie mich zum Beispiel als Antisemit beschuldigt. Ich denke, es ist die Pflicht eines jeden liberalen Demokraten, eines sozialen Demokraten auf der Welt, Israel zu kritisieren, denn seit 45 Jahren besetzt Israel ein anderes Volk, ohne diesem Volk das Recht zu geben, seine Souveränität zum Ausdruck zu bringen. Aber Israel zu kritisieren, heißt nicht, Antisemit zu sein. Überhaupt nicht. Und es ist ganz wichtig, heute zu unterstreichen, dass viele der extremen Rechten in der Vergangenheit, die antisemitisch waren, plötzlich heute große Fans von Israel sind. Zum Beispiel Breivik, dieser Mörder aus Oslo, der bewundert Israel. Vor 50 Jahren wäre er völlig antisemitisch gewesen. Heute ist er ein Bewunderer der israelischen Politik. Ich glaube nicht, dass man die Kritik an Israel vermischen darf. Es geht ja um den Staat Israel. Das darf man nicht vermischen mit Antisemitismus. Es gibt viele Antisemiten, die geradezu Fans von Israel heute sind. Herr Sand, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Danke nach Berlin. Ich danke Ihnen.